Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Freuen, dass wir heute wieder beisammen sind, die Heilige Messe zu feiern. Heute beginnt die Kirche das Hochfest der Erscheinung des Herrn. Die Epiphanie heißt das griechisch. Offenbarung. Und Jesus ist allen Menschen der ganzen Welt offenbar geworden. Aber zuerst ganz klein, als kleines Kind. Und dann nur drei Königen. Vielleicht waren es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber es bleibt dabei eine kleine Vertreterschar für alle Völker der Erde, Verhältnis gesehen. Und doch ist hier schon das eine große und wunderbare Geschehen. Deshalb feiern wir diesen Tag. Und deshalb sollen wir immer zuversichtlich sein. Denn auch wenn das Samenkorn des Glaubens noch so klein ist, und auch wenn viele nicht in die Kirche ihr geht's. Und ihr seid wie ein Stamm, ein Baumstamm, der viele Äste mitträgt. Euer Glaube ist stellvertretend. Die durch eure Gebete mit göttlichem Leben erfüllt werden und durch eure Mitfeier der Heiligen Messe. Und so wollen wir unsere Herzen bereit machen, damit sie gute Schöpfe einer der Gnade sind. Wir beten gemeinsam. Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen, alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns.